Also mein Name ist Karl Dünnelter, ich bin Professor für Modedesign an der Fachhochschule Bielefeld und wir sind hier heute bei Brax. Mit den Studenten zusammen habe ich dann ein Seminar veranstaltet zum Thema Kollektionsgestaltung und die Studenten hatten die Aufgabe, eine Designerkollektion zu entwerfen. Es gab dann schon eine Vorentscheidung, da wurden 6 Studenten ausgewählt, die dann sozusagen jeweils 2 Outfits realisiert haben. Mein Name ist Tom Wessling, ich arbeite hier bei Brax als Head of Design und bin verantwortlich für die Kollektionsentwicklung, Damen und Herren. 6 Studenten von der Fachhochschule Bielefeld sind jetzt gerade hinten in der Maske und bereiten nochmal alles so weit vor, bis ins kleinste Detail werden die Accessoires nochmal zugeordnet, wird nochmal alles aufgebügelt. Und dann werden wir jetzt gleich sehen, was da in den vergangenen Wochen noch entstanden ist für dieses Projekt und ich bin gespannt, wie das weitergehen wird. Wir werden zuerst einen Gesamtdurchlauf uns ansehen und dann werden wir in die engere Auswahl gehen. Jeder Student wird ein bisschen so den Inspirationshintergrund nochmal erläutern. Die beiden Gewinner können mit unseren Designern auf einer der nächsten Inforeisen mit auch dabei sein. Das heißt entweder Europa oder vielleicht sogar New York. Wenn wir mal sehen, wo das uns auch das nächste für die nächste Saison hinführt, das wissen wir jetzt auch noch nicht. Und dann werden wir in der Jury uns ein bisschen zurückziehen und entscheiden, welche beiden Outfits wir dann zu den Gewinnern auswählen werden. Ja, ich bin Stefanie Höcker. Hallo, mein Name ist Katja Skopek. Ich studiere in der FH Bielefeld Mode. Modedesign. Ich erwarte von dieser Trendreise eine weitere Erfahrung für mein Studium. Dass man vielleicht in eine spannende Stadt fährt und spannende Leute kennenlernt. Ja, genau. Ich freue mich ganz doll. Ich komme aus Herford und finde das ganz schön, dass das so mit Herford zusammen gemacht wird und so. Und ich könnte mir irgendwann auch mal vorstellen, für Brax zu arbeiten. Ja, wir haben jetzt die beiden Outfits gekürt. Wir haben ja in der neunköpfigen Jury einen Bewertungsbogen ausgearbeitet. Die beiden Gewinner-Outfits haben uns in der gesamten Aussage eben am meisten beeindruckt. Sie haben in allen unseren Punkten, die haben sie überzeugen können. Und das war letzten Endes der Ausschlag dafür, dass wir jetzt auch am Ende diese beiden ausgesucht haben. Vielen Dank für Ihre Mühe, vielen Dank für Ihre Arbeit, alles Gute für Ihre Zukunft. Jetzt würde ich sagen, haben Sie nochmal einen richtigen Applaus verdient.